Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Ah, mir ist gerade so ein leichter Denkfehler unterlaufen. Und zwar habe ich was Neues bekommen. Die neuen Power Beats von Beats. So, und ich dachte mir, das sind ja dann die kabellosen. Und deswegen liegen hier ja oben wieder meine typische Vergleichsarmada, damit wir aufs Case gucken können. Aber nein, die Power Beats ohne Kabel, das sind die Power Beats Pro. Die gab es letztes Jahr. Die hatte ich auch getestet. Jetzt neu gibt es wieder, ich sag mal, Power Beats in günstiger, dafür dann aber auch mit Kabel. Kosten 150 Euro, halten 115 Stunden Akkulaufzeit. Und ich habe sie in Rot. Sie gibt es in wieder verschiedenen Farben. Ich glaube, wieder weiß und schwarz auf jeden Fall. Vielleicht auch noch in Blau. Und wir gucken sie uns jetzt einmal mal an. Powerbeats mit Beats-Zeichen. Auf der Seite steht auch noch, was es alles kann. Bis zu 15 Stunden drahtlose Wiedergabe. Wobei drahtlos natürlich sich hier aufs Kabel nicht bezieht. Wieder IP, ich glaube X4, also zertifiziert, bedeutet gegen Schweiß. Anpassbare Kopfdinger, also austauschbare Nöppelchen. Und Kontrollen an den Dingern selber. Das Schöne ist, die haben mehr Kontrollen als ihre komplett kabellosen Kollegen. Und zwar kann man dann auf der anderen Seite auch noch drücken. Bedeutet, hier gibt es dann auch noch die Lautstärke-Steuerung mit dabei. Dafür hat man dann aber ein Kabel. Es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ne? Sie sind günstiger, dafür haben sie ein Kabel. Die sind schwerer, aber dafür hat man auch mehr Tasten. Und wir gucken es jetzt natürlich einmal an, wenn ich denn geschnackelt habe, wie man die da rausbekommt. Weil, drücken, ziehen, ne? Doch, also, probieren wir es mal wie folgt. Die Lasche hier und dann nach unten wegschieben, auch nicht. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Sekunde, ich hab's gleich. Bestimmt. Nee, drücken. Auch nicht. Ah doch, ja, war doch richtig gedacht. Warum denn so kompliziert, wenn es auch einfach geht? So, schwarze Beatsbox mit eingedrückten Beats-Logo. Da haben wir sie. Und das ist mal gerade sehr schön zu sehen. Guckt euch das an. Nicht nur die Größe von der Box stimmt mal wieder. Da merkt man einfach, dass das Apple halt Beats übernommen hat. Ne? Der Aufdruck kommt hin von der Größe. Ja, das ist genau die gleiche Größe. Und auch die Farbe stimmt. Das ist einfach ein sehr schön abgestimmtes Verpackungsdesign mal wieder. Und vor allem vom Auspackerlebnis, wenn man denn, oh, sie haben sogar rote Nöppelchen. Wie cool. So, dann kommt bei Nummer 2, weil ich gerade schon Apple erwähnt habe. Es richtet sich natürlich wieder in, ich will nicht in erster Linie sagen, aber Apple-Nutzer sind hier mal wieder im Vorteil. Die Dinger haben auch wieder einen H1-Chip, damit die Dinger sich schneller verbinden. Und gerade vom Laden, ne, ihr seht es hier, USB, aber dann das andere ist kein USB-C-Anschluss, das ist ein Lightning-Port. Hier ist zwar ein Adapter dabei, wenn man sonst keine Lightning-Geräte hat, kein iPhone, kein iPad, ne, wobei, ja doch, iPad, iPad Pro sind ja nur die mit C, dass ich da einen Anschluss habe zum Laden oder ein Kabel habe zum Laden. 5 Minuten am Laden. Ich habe heute wieder Sprachformulierung, bedeutet eine Stunde Wiedergabe. Sehr schön. Dann lasst mal gucken. Und jetzt kommt nämlich gleich das zweite, woran man es merkt. Beats-Aufkleber. Und guckt mal hier, sogar das Rot passt. Wobei, es sieht ein bisschen roter aus, oder? Ja. So, also Kleingedrucktes und ein Aufkleber ist dabei. Freut mich. Dann Get the Beats App, Stay Up to Date für Updates und die Beats App gibt es aber auch für Android. Ne? Also kann man natürlich auch mit seinem Android-Smartphone nutzen, werde ich natürlich auch ausprobieren. Liegt nämlich auch schon parat, da freue ich mich, das wird auch noch getestet. Und iOS, Bedienungsanleitung für die Tasten an, aus und wie man es an übers Ohr legt. Und dann habe ich hier noch auf der anderen Seite Pause, Play im Beats-Logo und dann drüber nochmal Tasten für lauter und leise. Sehr schön, sehr schön. So, und natürlich die mit dem Kabel, die richten sich natürlich an die Sportkarnickel da draußen, die damit um die Wette laufen. Das kann ich noch nicht garantieren. So, dann nehmen wir die Dinger mal. So, dann habe ich hier noch die, einfach nur nochmal den Hinweis, das ist aber nur ein Plastiknippelchen, das ich aber noch abmachen kann. Und dann will ich sie mir nämlich einmal schnell ins Ohr stecken, um dann auch, nee, wobei wir gehen erstmal um die Dinger rum. Also, das hier ist rechts. Rechts hat den Lightning-Anschluss zum Laden. LED oder Mikrofon, nochmal, ne? Dann oben Tasten, das so ins Ohr, steht auch rechts drauf und links dann halt nicht den Anschluss und, da haben sie sich eine Taste gespart.
Auf beiden Seiten habe ich obendrauf Wippetasten oder noch nicht mal. Huiuiui, das sind aber jetzt hier Unterschiede. Guckt euch das mal an. Ne? Hier habe ich eine Taste. Kamera stell dich mal eben scharf. Also links eine Taste, rechts die Lautstärke-Wippe. Dann kann ich rechts noch das Beats-Logo drücken, links nicht. Also so von den reinen Tasten wäre da noch mehr gegangen. So, ich zirpel's mir mal kurz in die Ohren. Das seht ihr jetzt natürlich leider nicht. Brille habe ich heute wieder auf, keine Kontaktlinsen, deswegen kann ich dazu auch was sagen. Und wieder übers Ohrläppchen dann reindrehen. Okay, ich sollte sie vielleicht mal ganz kurz einschalten. Finden wir mal kurz zusammen raus, wo man sie einschaltet. Drücken wir mal links oben einfach mal gedrückt. Ja, so, da leuchtet es dann noch auf, da geht es in den Verbindungsmodus. Warten wir mal ganz kurz, ob denn hier... Beats gehört zu Apple und H1-Chip und zack, da ist es. Und einmal drücken, einmal verbinden. Einfacher geht es ja nun gar nicht. Nachrichten ankündigen. Nö, das brauche ich jetzt gerade nicht. So, verbunden sind sie. Wenn ich einmal runtergehe, dann sollte es jetzt hier auch schon auftauchen. 51%. Naja, war jetzt nicht automatisch verbunden. Wähle ich jetzt einmal schnell aus. Bedeutet, ich ziehe sie nochmal auf und höre mal ein bisschen durch Musik durch. So, ein bisschen rauf und runter querbeet gehört und vor allem auch die Bedienung getestet. Also ich habe hier wieder alles ganz normal. Doppeltappen und gedrückt halten, vorspulen, dreimal zurück, Lieder wechseln, Lautstärke rauf, runter, passt wunderbar. Wer sich jetzt fragt, genau wie ich, ne, 150 € ist das jetzt da auch schon mit Noise Cancelling und dann gedrückt halten und sowas? Nein. Noise Cancelling haben die nicht, ganz klare Ansage, aber ich meine, es sind wieder In-Ears, ist wie so oft ein bisschen frickelig bei mir, dass ich das ums Ohr zu legen, aber das ist wieder so die Sache, muss man sich dran gewöhnen, man setzt sie 50 Mal rein, raus und dann läuft das wieder, habe ich ja schon oft gehabt, dafür halten sie natürlich dann eher an den Ohren besser. Hatte ich jetzt gerade ein Problem mit meiner Brille und den Dingern um die Ohren? Nein, also da mache ich mir auch nicht so die Gedanken. Die aufgesetzten In-Ears passen eigentlich ganz gut. Ich gebe aber wie so oft an dieser Stelle den Tipp. Ne, habt keine Hemmung, das Ding hier aufzumachen und euch hinzusetzen und einfach verschiedene Dinger durchzuprobieren von den Kombinationen. Auch links kleiner, rechts mittel oder mittel, rechts mittel und dann links ganz groß und solche Sachen. Ne, wenn ihr dann den richtigen Aufsatz habt, es schirmt nochmal viel, viel, viel besser im Ohr ab und es klingt dann auch nochmal besser. So, von der Verarbeitung, ich meine, ist ein Kabel dran. Das merke ich jetzt natürlich auch gerade, wie es hinten auf dem Nacken hängt. Hat natürlich den irren Vorteil, auf der einen Seite, es nervt natürlich, es ist ein Kabel, das baumelt da und je nachdem, ich kenne Leute, die stört das gar nicht. Ich glaube, ich würde immer mal wieder so leichte Krise kriegen, wenn es da irgendwo wackelt, wappelt, gegenhüpft, aber vielleicht ist es auch eine Gewöhnungssache. Auf der anderen Seite ist es auch gerade wieder, man verliert die Dinger nicht. Ne? Und wenn man damit rumläuft, gerade wenn man vielleicht auch noch, ne, wir sind gerade in der Maskenzeit, passiert mir sehr oft, Maske auf, Maske dann absetzen und dann reiße ich mir damit noch in ihr Kopfhörer raus. Hier brauche ich mir dann keine Gedanken zu machen, ihn aufzufangen oder vom Boden aufzuheben. Ne? Ich meine, wenn es mal rausplöppen sollte, warum auch immer, A, wird es schwierig mit dem Bügel hinterm Ohr und B, hält das Kabel, hat natürlich den irren Vorteil, man verliert sie da nicht. Oder beziehungsweise, man muss auch nicht irgendwo hinpacken, ne, wenn man sie dann rausholt an der Kasse oder was auch immer, was ich natürlich immer wieder als Höflichkeitsgeste dann auch, oder als normale Geste, nicht mal groß was mit Höflichkeit, Thema hatten wir hier schon oft. Erster Eindruck, ne? Ich denke mal, für 150 € und es steht Beats drauf und sie sind rot, ja, ne, Standard, ja, ich wünschte mir vielleicht nur, dass es vielleicht doch eine ANC-Version gäbe oder sowas. Ich weiß nicht. Und vor allem mehr Tasten. Aber das ist jetzt gerade nur allererster Eindruck. Kommt natürlich noch ein Video, wenn ich sie mal ein paar Tage, Wochen, Monate damit joggen war. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.